Willkommen bei Wordconomy. Im heutigen Video klären wir den Unterschied zwischen einer Call-Option und einer Put-Option im Aktienhandel. Nur noch ein kleiner Disclaimer vorab. Dieses Video stellt natürlich keine Anlageberatung dar und dient lediglich Informationszwecken. Aktien- und Derivatehandel ist immer mit einem hohen Verlustrisiko verbunden. Bei Optionen handelt es sich um Derivate und wer sich nochmal mit den Grundlagen von Derivaten vertraut machen möchte, kann auf die Infokarte oben rechts klicken oder findet den Link hierzu in der Videobeschreibung. Los geht's! Bei einer Call-Option erhält der Käufer der Option das Recht zum Kauf einer Aktie zu einem festgelegten Preis, während dem Käufer einer Put-Option das Recht zum Verkauf einer Aktie zu einem festgelegten Preis zugeteilt wird. Bei Optionen wird allgemein zwischen zwei verschiedenen Typen unterschieden, dem amerikanischen Typ und dem europäischen Typ. Bei dem amerikanischen Typ kann die Option jederzeit ausgeführt werden, wohingegen beim europäischen Typ die Option lediglich zu einem bestimmten Stichtag ausgeführt werden darf. Alles klar, soweit zur Theorie. Schauen wir uns das Ganze mal anhand von konkreten Beispielen von europäischen Optionen aus Käufersicht an. Im ersten Beispiel beziehen wir eine Call-Option auf die Aktie der Derivare AG mit einem sogenannten Strike-Preis von 50 Euro zu einem Optionspreis bzw. zur Optionskostenhöhe von 5 Euro. Der Kaufpreis der Option beträgt also 5 Euro und der Strike-Preis besagt, dass wir mit Erwerb der Call-Option das Recht erwerben, die Aktie der Derivare AG zu einem Aktienkurs in Höhe von 50 Euro zu beziehen. Der Strike-Preis liegt also bei 50 Euro. Die Derivare AG hat in den letzten Monaten sehr gut performt, sodass der Aktienkurs zum Stichtag auf 75 Euro gestiegen ist. Doch welchen Gewinn oder Verlust haben wir nun mit unserer Call-Option erzielt? Da unser Strike-Preis ja bei 50 Euro liegt, führen wir die Option aus, die Aktie für 50 Euro zu erwerben und erzielen hieraus einen Gewinn in Höhe von 20 Euro, da der Aktienkurs derzeit bei 75 Euro notiert und wir noch 5 Euro für den Preis der Option abziehen müssen. Somit können wir also die Aktie wesentlich günstiger erwerben als ihr aktueller Preis. Alles klar, doch wie wäre es, wenn die Derivare AG zum Stichtag nicht überzeugen konnte und der Aktienkurs nur noch bei 15 Euro notiert? Mit welchem Gewinn oder Verlust hätten wir es nun mit unserer Option zu tun? Da die Option ja das Recht und nicht die Pflicht mit sich bringt, die Aktie der Derivare AG für 50 Euro zu erwerben, verzichten wir hier natürlich auf die Ausführung der Option, indem wir die Option wertlos verstreichen lassen. Somit beträgt der Verlust der Call-Option 5 Euro, was ja lediglich den Preis der Call-Option darstellt. Okay, als nächstes interessieren wir uns für eine Put-Option auf Aktien der Derivare AG. Hierbei erwerben wir zunächst eine Put-Option mit einem Strike-Preis von 100 Euro zu einem Preis in Höhe von 5 Euro. Die Put-Option räumt uns das Recht ein, die Aktie zu einem Kurs von 100 Euro zu verkaufen. In unserem Beispiel beläuft sich der Kurs der Aktie nur auf 75 Euro und erreicht keinen Wert darüber, was die gestrichelte Linie erklärt. Und wieder fragen wir uns, welchen Gewinn oder welchen Verlust die Put-Option für uns eingespielt hat. In unserem Beispiel führen wir die Put-Option aus und kassieren 100 Euro aus dem Verkauf der Aktie. Die Differenz zum Aktienkurs zum Stichtag stellt den Gewinn aus der Ausführung der Option dar und beträgt 25 Euro. Hiervon ziehen wir wieder den Optionspreis in Höhe von 5 Euro ab und landen bei einem Gewinn aus der Put-Option in Höhe von 20 Euro. Also 100 Euro minus 75 Euro minus 5 Euro. Alles klar, doch wie hätte sich der Wert unserer Put-Option verhalten, wenn der Kurs der Derivare AG angestiegen wäre? In diesem Beispiel liegt unser Strike-Preis wieder bei 100 Euro, während der Kurs zum Stichtag ordentlich zulegen konnte und nun bei 125 Euro notiert. Und nun fragen wir uns natürlich wieder, wie unsere Put-Option performt hat. Da der Kurs der Derivare AG zum Stichtag deutlich über unserem Strike-Preis notiert, verzichten wir natürlich auf die Ausführung der Option und lassen diese wieder wertlos verstreichen, da wir die Aktie ja ganz ohne Option sogar bei 125 Euro verkaufen könnten. Die 5 Euro des Optionspreises müssen wir dennoch blechen, sodass sich unser Verlust aus der Put-Option insgesamt auf 5 Euro beläuft. Somit können Optionen zu Gewinnen, aber auch zu Verlusten führen und weisen auch immer einen Preis auf. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema der Call-Option und der Put-Option zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung und ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.